alles, was ich brauch. Du bist mein Licht in der Dunkelheit. Du bist mein Weg, mein Ziel. Sogar die Sterne folgen dir. Wunderschönen guten Morgen. Oh, schön, dass du an mich denkst. Jojo, was machst du denn hier? Du hast doch heute frei. Ich habe Schokocroissants. Überraschung. Na, für mich nicht. Ich muss auf meine Linie achten. Aber eine Überraschung habe ich auch für dich. Du fährst morgen zu dem Termin in Bonn. Du musst Brückmann Media unser Konzept präsentieren. Was? Aber Präsentation hast du doch bisher immer gemacht. Ja, bis jetzt schon. Aber mir ist was dazwischen gekommen. Was denn? Oder muss ich fragen, wer denn? Hey. Guten Morgen, Lukas. Guten Morgen, Jojo. Den kann ich dir persönlich... Lukas, stell doch mal bitte die Blumen in die Vase, ja? Du kannst dich nicht ewig davor drücken, herauszufinden, ob er schwul ist. Außerdem wollte er mir zum... Der Geschäftsführer von Solarmachines wurde verhaftet. Wegen Unterschlagung. Was? Wer hat was unterschlagen? Ja, das weiß man nicht. Natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Ich muss Schadensbegrenzung betreiben, du musst nach Bonn fahren. Aber findest du, Brückmann Media ist eine Nummer zu groß für mich. Also bei so einem wichtigen Kunden solltest du dabei sein. Ach, du bist mein Partner, du schaffst das schon. Partnerin. Ja, ja. Entschuldige mich bitte, ich muss jetzt mit dem Pressesprecher von Solarmachines telefonieren. Soll ich bleiben und dir helfen? Auf gar keinen Fall. Ich krieg das schon alleine hin. Ich kann morgen beim besten Willen nicht hier weg. Ich habe dir die Unterlagen zugemeldet für Brückmann. Dein Zug geht um 8.31 Uhr. Was? So früh? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja, klar. Mittwoch. Und kann Resa sein Fahrrad nicht an einem anderen Tag reparieren? Das ist doch bestimmt nur eine Ausrede. Der Fahrradladen hat leider nur heute auf. Und Resa musste gestern schon von der Uni nach Hause laufen. Naja, so kommt er wenigstens mal von seinem Schreibtisch weg. Oh, besser nicht, sonst dauert das Ganze noch länger. Ich glaube, er hat eine Affäre. Resa? Niemals. Mit seiner Masterarbeit. Sonst würde ich ihn sofort rausschmeißen. Gute Idee. Dann haben wir mehr Platz in der Bude. Kannst gerne zurück zu Mama und Papa. Und wie läuft's mit seiner Schwester? Dina geht viel feiern. Daher. Sag jetzt nichts Falsches. Wenigstens ist auf Joe heute Verlass. Es tut mir, wie gesagt, wahnsinnig leid, dass ich heute Abend auch nicht kann. Aber ich muss meiner Mutter heute Abend im Weißen Holunder helfen. Warum das denn? Sie lernt für eine wichtige Klausur an der Abendschule. Vielleicht kann ich früher Feierabend machen. Ich tue mein Bestes, okay? Okay. Ciao. Tschüss. Lotte und Resa haben abgesagt. Vielleicht sollten wir die Feier verschieben. Aber ich werde da sein. Ich muss nur kurz weg zur Bandprobe, dann komme ich wieder. Ist dir gleich um die Ecke. Schon wieder Bandprobe? Tut mir leid. Dafür haben wir die ganze Nacht nur für uns. Habe ich eine Wahl? Ich muss wirklich los. Sorry. Alles Gute zum Geburtstag, Jojo.